Hallo und willkommen zurück bei uns in der Halle 4, neben der Lifestyle-Bühne, auf der gerade eben die letzte Modenschau vorbei ist. Wir hatten das Brautatelier Mutz als richtig großes Highlight. Die haben nicht nur Brautmoden für Herren, nein, sie haben auch für die Damen etwas im Petto. Und da eine ganz besondere Linie, die sie uns heute auch vorgestellt haben, und zwar Lady Noir. Im Endeffekt so eine Mischung aus Gothic und Dark Wave. Die Kleider waren einfach nur der Hammer. Ich werde euch jetzt im Nachhinein gleich mal ein paar Bilder davon einblenden und schaut euch doch mal diesen Kurzfilm, den wir gedreht haben, zu der Modenschau in Ruhe an. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich würde sagen, die Modenschau von Brautatelier Mutz war ein voller Erfolg. Die Bilder dazu findet ihr auf meinem Instagram-Kanal maximilian_alt_fotografie oder unter topics24. Dort werdet ihr ein paar Eindrücke noch sehen. Ich übergebe jetzt mal an die Moni, denn die möchte euch noch erzählen, was uns so die nächsten Tage auf der Messe noch erwartet. Außer den schönen Zumba-Tanz, den wir hier fast jeden Tag mitsehen dürfen, miterleben dürfen und alle auch richtig schön aktiv mitmachen, dürfen wir noch die Tanzschule Königskind die nächsten Tage hier begrüßen mit ihrer Kindertanzgruppe. Und da bin ich schon sehr aufgeregt, denn die Mädels und Jungs haben sich natürlich schon sehr, sehr viel Mühe im Vorfeld gegeben, hier das Beste für uns zu leisten und vorzuführen. Des Weiteren haben wir noch italienische Mode für euch, denn ein bisschen Abwechslung muss sein. Italienische Mode und eine Tanzschule, die uns noch beglücken wird auf der Bühne. Ich bin gespannt. Ich denke, ihr auch. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch morgen unser neues Video dann auch wieder anschaut. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen bei uns hier in der Halle 4 bei Kings and Queens. Danke. Tschüss.